So, hallo und herzlich willkommen zu Half-Life 2, Episode 1, Part 2. Von mir, dem Lord Lengster, im Kapitel Kein Grund zur Panik. Ja, wir stehen hier noch mit der lieben Alex zusammen. Ne? Ah. So, weiter geht's. Alarmstufe rot. Interne Stabilisierungsteam. Einsatz. Sterilisatoren einsetzen. Ich frage mich, ob in der englischen Version die Computerstimme auch die Stimme von GLaDOS ist. Da hat die gute Dame, die den Computer eingesprochen hat, ja auch für Aperture Science gearbeitet. Interessant, interessant. Gut, hier können wir uns mal aufladen. Ein Transportlift zum Kern. Ja, da gehen wir hin, oder? Soll ich das Ding hier mitnehmen? Nimm es einfach mal mit und schieße es hier durch die Gegend. Ach, stopp, ich brauche es, ich brauche es. Da muss es hin. Ja, bestimmt. Sieh mal hoch. Vorsicht. Was denn? Was? Oh, 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 oh. Da kommt noch was. Cool, ne? Kommt noch mehr? Vielleicht muss ich sie schützen hier, dass da nichts drauf fällt. Uah. Oh, das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt, wie ich das wollte. Sieh mal hoch. Vorsicht! Ja? Okay, okay. Diesmal passe ich auf. Da kommt noch was. Ja, und zwar jetzt. Guck mal, da liegt, fliegt eine Leiche. Die kann ich nicht schnappen. Ist ja gemein. Kommt noch mehr? Da hoch. Jo, hab ich. Kein Problem, hab ich. Diesmal wissen wir ja, was zu tun ist. Was ist mit diesem Lift los? Kannst du ihn wieder in Gang setzen? Boah, natürlich, kriegen wir hin. Kein Problem, guck mal hier. Bam. Achso. Die Scheibe kaputt machen? Nein. Ah, oh, scheiße. Nein, ja. Alles klar, ich muss es wahrscheinlich da mit Bande spielen. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, super. Kommt bestimmt wieder gleich was von oben. Oder? Alex? Kommt da was? Da oben! Da kommt was. Weg damit. Start nochmal, Bo. Wende wieder deinen Trick an. Okay. Kein Problem. Shit. Oh, das war doch getroffen. Das war eindeutig getroffen. Ich hab's genau gesehen. Okay, machen wir mal das Ding da kaputt. So, und das auch noch weg. Und jetzt aber hier. Ach, jetzt aber hier. Jetzt haben wir's. Was geht hier vor? Ich weiß nicht. Kommen hier wieder Teile? Wir stehen wieder. Hat der das jetzt wieder ausgemacht, oder? Perfekt! Los geht's! Jo. Ich sollte lieber hochgucken, wa? Ja, uah, das ist ganz schön groß. Ich glaube, da unten hält er an. Steigen wir aus, um zu sehen, wo es da lang geht. Da oder was? Okay. Pass auf! Lauf! Okay, ich lauf. Das war knapp. Hab ich gar nicht gesehen? Ja, Gott sei Dank. Ich hab's nicht gecheckt. Super, Alex. Das nimmt schon mal Teamwork hier. Ah, hier, ja, Heilung. Kann man nicht nutzen, sind voll. Oh, das erinnert mich hier gerade so ein bisschen an Black Mesa.
Oh, vielleicht ja das nächste Kapitel. Das könnte es sein, Gordon. Direkter Eingriff. Da kommen noch mehr. Oh, oh, oh. Noch mehr? Da ist ja noch eine Tür. Warum? Die töten uns damit, Alex. Ist doch ganz klar. Die wollen, dass wir sterben. Oh, der Kern. Alter Schwede. Der sieht aber nicht mehr gut aus. Oh, ich muss mal hier einen Schluck trinken. Vielleicht kommen wir durch den Kontrollraum rein. Lol, am Knie. Hallo Alex. Ich liebe dich, Alex. Ich liebe dich. Ich wollte dir das sagen vor meinem Tod. Oh! Ja. Der Lift ist unten im Kernzugang. Ich werde versuchen, ihn auf diese Ebene zu holen. Diese Leute sind viel zu hoch. Mann, hoffentlich können wir noch das Hemmfeld neu aktivieren. Ja, mach mal. Gut, dass du weißt, was du tust. Weiß ich das? Ich weiß das also, gar nicht. Hier ist dein Lift. Ich bin mir nicht so sicher, dass ich weiß, was ich tue, aber... Ich könnte dir noch irgendwie helfen. Ist der jetzt schon da? Ja. Oh, dieses Glas. Kann man das kaputt machen? Nee. Das wäre es ja auch, oder? Wenn man das einfach so kaputt sprengen könnte, wenn man draufsteht, lol. Sind wir hier mitten im Reaktorraum? Hat er das jetzt wieder ausgemacht? Ja, ne? Das hätte jetzt ruhig mal treffen können. Ach komm schon, jawohl. War da nicht noch einer? Vielleicht habe ich den schon gekillt, ohne es zu wissen. Dann da rein. Und dann da rein. Na, scheiße. Aber jetzt. Achso, der ist schon zu. Ich verstehe. Hä? Gehen wir mal rüber. Schaut auf der anderen Seite noch einer, oder? Wusste ich's doch. Zap, zap. So. Hier ist doch noch einer. Lol. Jetzt schmeißen wir in den Kern rein, oder? Zack. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, oh, da geht's aber tief runter. Oh. Was ist das hier? Ach, das zeigt die Brücken hier. Wie ist da jetzt hin? Da ist eine Leiter. Gehen wir hoch. Hier ist dieser verdammte Kern. Ich will da nicht in diesen Strahl reinkommen. Was ist zu tun, Alex? Ich weiß es nicht. Mach auf! Alex, ich bin da, mach auf! Oder soll ich hier rein?
Geil. Vielleicht sollte ich die Computer hier nicht alle kaputt machen. Nachher braucht die Alex noch. Warte mal, hier brauche ich wieder so einen Ball. Holen wir uns schnell so einen Ball. So, ja. Und rein mit dir. Ah, das ist bestimmt hier der Stabilisator oder so. Keine Ahnung. Was ist jetzt? Wow. Vorsicht. Granate. Granate. Oh. Oh, Schau. Ei. Heilung. Kommt jetzt noch mehr? Was ist jetzt hier durch? Wow. Ah, ist bestimmt hier so ein Jump and Run Element. So. Oh, ist immer geil, hier in irgendwelchen Maschinen rumzukraxeln. Das mag ich von Half-Life. Mal im ersten Teil schon so, im zweiten Teil leider nicht so ausgeprägt. Aber jetzt hier bei Episode 1 dürfen wir wieder in großen Maschinen rumkraxeln. Gefällt mir voll. Hilfe! Nicht auf mich schießen! Du bist jetzt mein Schutzschild. Oh. Lol, voll über den Boden gezerrt. Ah, das ist schon eine geile Waffe. Soll ich das mal da drauf schießen? Nee, machen wir lieber nicht, oder? Lieber nicht, nachher geht das hier alles kaputt. Wir hier wahrscheinlich auch wieder was aufmachen. Alex? Ach so, hier rüber. Boah. Okay. Ich verstehe. Jetzt. Sieht schon geil aus, der Kern, oder? Muss man schon mal sagen. Schon ein bisschen merkwürdig, dass die Waffen jetzt auf einmal kaputt gehen, ne? Wenn sie die Waffen verlieren, aber gut. Achso, ja, hier, Kugel, kein Problem. Machen wir. Jetzt fährt das Ding wieder raus. Was ist denn da unten eigentlich? Wir werden das nie erfahren, was dort unten ist. Hallo, ich höre euch. Die haben schon was von Sichtkontakt erzählt. Wie kann denn das sein? Die können mich da gar nicht sehen. Oh. Hab ich das da gerade kaputt gemacht? Lol, diese Waffe, ey. Was die für einen Schaden anrichtet. So ein Mausklick, bumm, alles kaputt. Geil. Speichern wir mal. Sicher ist sicher. Ja, ich hau lieber ab jetzt. Hallo? Ich lebe noch. Oh, wo? Da.
Das sind aber viele jetzt. Eieiei. Nein, nein. Oh, scheiße. Ach, Mann. Oh. Muss bestimmt darüber. Haha, verarscht. Scheiße. Oh, 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 oh. Das geht aber kaputt hier, Mensch. Meiner Superwaffe. Ach Mann, ich musste gegen die Wand schießen. Warum leuchten die jetzt eigentlich orange? Wahrscheinlich ist das schon so angedamaged, hä? Rot, wenn sie noch aktiv sind, und orange ist dann so angedamaged. Ist doch schon wieder alles kaputt. Ich sprinte lieber durch. Ah! Wieder Jump and Run. Au, oh. Oh, das ist aber. Oh, shit, 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 shit. Ah. Okay. Mist. Was ist das jetzt? Die sind ja voll schnell. Vielleicht so im Zickzack. So und so und so und so und so. Aua, aua, aua. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Ah. Ach, einfach springen. Okay. Raus hier. Oh, oh. Alter, seid ihr denn bescheuert, Mensch? Ich muss doch da erstmal durch das Loch kriechen. Da könnt ihr doch nicht gleich hier auf mich ballern. Ist doch Wahnsinn. Okay, diesmal machen wir es richtig. Hopp, 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 und hopp, und hopp, hopp, und hopp, und schieß deine Kugel auf mich, komm schon, schieß deine Kugel. Hahaha. Ha, ha. Ah, scheiße, so sollte es nicht laufen. Ach so, ich hätte auch einfach die Kugeln hier nehmen können, ne? Naja, egal. Ist hier noch jemand? Hallo? So, Nummer 3. Haben wir es geschafft. Scheiße, das Fenster ist hier gar nicht offen. Oh, hör auf damit. Warum ist das jetzt kaputt gegangen? Hä? So, dann müssen wir hier wahrscheinlich. Komm schon. Oh. Oh, oh, oh. Ah, ah. Oh, je, je, je. Irgendwie konnte man das doch auch ablegen, ne? Nochmal hier Rechtsklick vielleicht. Ah, alles klar. Dann machen wir so. Und dann machen wir so. Halt. So. Oh, cool. So. Und jetzt machen wir wieder hier oben so. Und jetzt geht das bestimmt, oder? Jawohl. Ich glaube, der Kern ist stabilisiert. Habe ich gerade Schildenergie verloren? Hatte ich gerade Schild? Das ist gerade auf 0 runtergezählt, oder? Ich glaube, wir haben es gepackt. Dann können wir ja jetzt fliehen, glaube ich. Kriege ich hier noch irgendwo Energie? Hallo?
Energie? Irgendwie nicht. Ich speichere aber lieber ab. Sicher ist sicher. Alex, jawohl. Gordon, ja, das war es. Ja. Das Blockiersystem funktioniert wieder. Ich weiß. Es wird nicht ewig halten, aber wir haben etwas mehr Zeit. Ja, das hatten wir ja auch vor, als ne? Als du da drinnen warst, habe ich mir mal die Kontrolldaten angesehen. Sie oh, glitscht mich hier durch die Gegend. Auslösen. Aber nicht, um damit die Zitadelle in die Luft zu jagen. Sondern? Seit wir Breens Reaktor ausgeschaltet haben, ist dies ihre einzige Chance, ein Datenpaket zurück an ihre Basis zu senden. Ich weiß zwar nicht, was sich in dem Paket befindet, doch anscheinend ist es wichtig genug, dass sie dafür die ganze Zitadelle opfern würden. Wir müssen es sofort Dad und Dr. Kleiner im Außenposten bringen. Ich habe uns eine Kopie gezogen. Was es auch ist, es bedeutet sicher nichts Gutes für uns. Es gibt noch etwas. Okay. Da ist Judith. Sieh nur. Ich bin mir recht sicher, das Projekt lokalisiert zu haben. Schwer zu sagen, wie viel noch intakt ist oder ob es dort noch etwas gibt, das unsere Arbeit behindern könnte, wenn es von den Combine entdeckt würde. Natürlich müssen wir es uns noch genauer ansehen, doch in einigen Stunden dürfte ich mehr sagen können. Wenn sich alles dort befindet, wo wir es vermuten, dann... Ich muss schließen. Ich glaube, man hat uns entdeckt. Wo zum Teufel ist es? Was ist das? Sie steckt in Schwierigkeiten. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Neuer Gegner. Das Datenpaket an der Zeit. Er weiß, was zu tun ist. Fertig kopiert. Hier ist die Kopie. Und jetzt nichts wie raus hier. Oha, das haben sie wohl gespürt. Ich habe einen Lift hinausgefunden. Hier lang. Komm schon. Ich muss schon sagen, ohne Alex wäre Gordon Freeman in diesem Spiel aber auch nicht viel, oder? Aber du musst ein bisschen schneller sein, Alex. Das sie wollen anscheinend nicht, dass wir ihre Post lesen. Dieser Lift fährt zu einem Bahnsteig. Wenn wir einen Zug finden, könnten wir damit die Stadt verlassen. Okay. Schön. Hey, das Kapitron ist wieder wie vorher. Nein. Oh, scheiße. Kriege ich jetzt seine Waffe? Bitte, bitte! Gib mir deine Waffe! Jetzt kann ich die Gegner doch gar nicht gescheit killen, Mensch. Alex. Oh, das ist aber jetzt... Das ist jetzt dunkel hier. Oh nein, oh nein, oh nein! Scheiße! Mach zu! Oh. Ihr Schweine! Hört auf damit! Wow! Wow! Was war ich denn jetzt mit denen? Komm mal auf. Achtung. Hihihihihi. Ist ja egal. Oh, da ist der Zug, Alex. Da ist der Zug. Lol. Wie sie keine Chance haben. Und ihr wollt Combine sein. Dass ich nicht lache. Die Luft ist rein. Unser Zug. Schnell rein. Komm, gehen wir hier rein. Egal,
egal, was diese Kopie enthält. Sie sind das bewegt sich, Alex. Weißt du, eigentlich sind wir gar nicht. Oh nein. Lauter Jäger. Gottverdammte Kombang. Das wird aus einem, wenn man sich wehrt. Oder zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ich hoffe, du weißt nicht mehr, wer du warst. Okay. Mal sehen, wo dieser Zug hinfährt. Ah, das ist schon so geil gemacht, ey. Ich weiß nicht. Bevor es zu spät ist. Gott sei Dank müssen wir nicht laufen. Gott sei Dank. Hoffentlich ist der Schlimmste vorbei. Ich habe hier so ein bisschen unangenehmes Gefühl hier drin. Ich weiß. Was ist das? Oh nein! Oh oh. Mach dich bereit! Worauf denn? Ich weiß doch gar nicht worauf. Aua, ich hab Damage bekommen. Oh shit. Shit. Alex? Bitte, Boden, hilf mir doch! Ja, ich komme ja, ich versuch's. Los doch! Um Gottes Willen! Aber was soll ich tun? Achso, ich muss hier den Graviton nehmen, oder was? Alex, ich weiß nicht, was zu tun ist, Mann. Alex! Oh, Alex. Jetzt ist er raus. Hä? Warum liegst denn du da oben? Ach so, ich stehe auch an der Wand. Jetzt check ich das aus. Komm raus da. Mädchen! Schnell! Meine Fresse. Oh. Meine Güte. Die gesehen, die haben ja so eine Klappe vor den Augen, die aufgegangen ist. Das sah ja auch total strange aus wieder hier. Guck mal hier, da kannst du bestimmt was aufmachen. Was stand da gerade? Untergrund? Ich muss erstmal Luft holen. Okay. Entschuldigung. Okay. Das ist wohl doch nicht so einfach. Wir sitzen jetzt im selben Boot wie die anderen Flüchtlinge. Wir müssen zu Fuß zu einem Bahnhof. Gehen wir nach oben. Achso, ich dachte, hier geht's weiter. Lol. Oh, ich glaube, ich höre Selbstschussanlagen. Vorsicht, das sind Türme. Schießen die Türme auch? Ja. Nee, Alex schießt. Hier nehmen wir vielleicht so einen Stein, oder? Aber Alex, warte mal, geh mal nicht so weit vor. Ich glaube nämlich, wir nutzen das hier, um den Part ausklingen zu lassen und beim nächsten Mal weiterzumachen. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. Ich finde es super geil, wie das hier alles wieder inszeniert ist. Meine Fresse. Aber das beste Spiel der Welt hier, unter anderem. Also, gibt ja einige. Aber das gehört auf jeden Fall mit zu den besten Spielen der Welt. Ja, 20 Minuten haben wir noch, dann kriegen wir die 30 Minuten voll. Vielleicht können wir hier nochmal... Hallo! Oh, guck mal, die... Ah, doch, jetzt. Ja, vielleicht können wir das Ding da noch kaputt machen. Nee, komm wieder zurück. Schnell zurück. Ja, schreibt mir doch eure Meinung, wie ihr das bisher gefunden habt und, ja, ansonsten wünsche ich euch
eine heitere Spannung bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt, der Längster spielt Half-Life 2 Episode 1. Dann in Part 3. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt Schluss machen. Wir machen Pause, wir setzen uns hier mal ins Eck. Du warst ja eh gerade ein bisschen angeschlagen und hier gehen wir ans Feuer, oder? Da ist schön warm. So. Ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wie immer. Und ja. Kleiner Bug. Und damit lassen wir es ausklingen. Bye, bye. Euer Längster.